horse meat sold as beef, a food scandal that shook Europe in 2013. To prevent such fraudulent and deceptive practices, MEPs will beef up food safety controls. Natürlich zielt diese Verordnung auch darauf ab, dass derartige Skandale verhindert werden. Aber es geht noch viel weiter. Die Europäerinnen und Europäer haben ein Recht darauf auf höchste Gesundheit, Tiergesundheit, Pflanzengesundheit. Und daher brauchen wir auch scharfe, gute Kontrollen in ganz Europa. The new legislation also aims to improve the health and welfare of animals. The goal is to put an end to practices of animal abuse during slaughter, for instance. Das Ziel im Schlachthof natürlich die Beendigung des Lebens des Tiers, aber es ist auch die Frage, wie man hier auf den Tierschutz und das Tierwohl eingeht. Und es geht natürlich auch um die Sicherheit der Konsumentinnen und Konsumenten. Das heißt, wir haben vor der Schlachtung den Tierarzt dabei und auch nach der Schlachtung die Verantwortung des Tierarztes verankert. Stricter controls and a single framework for all EU countries is the objective of this new law. From farm to fork, from farmers' land to consumers' tables, through cattle farming, slaughter and distribution, all stages of the food chain will be better controlled.